Hallo Freunde und willkommen zurück zu StarCraft Remastered. Oh hier, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir genau hier vorhaben, aber ich weiß, dass wir hier ziemlich viel Zerstörung anrichten und hoffentlich auch relativ schnell. Aus dem einfachen Grund, wir brauchen die Mineralien hier. Denn wir haben keine mehr. So gar keine. Geht's gut. Aber noch nicht ohne. Was liegen hier? Das Schöne ist ja, dass die Interceptoren noch einfach so arbeiten. Mit dem Signalgeber. Wunderschön. Ihr hier. Bitte einmal einfach den Baum geben. Das Problem ist natürlich, ich habe keinen Nexus hier in der Nähe. Das heißt, könnte was dauern, bis wir die 400 zusammen haben. Wenn ich das richtig sehe. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Was? Hand, Hand. Hallo. Könntest du bitte meine Drohnen in Ruhe lassen? Vielen Dank. So, was mich jetzt interessiert, geht der Fluss komplett durch? Gibt es hier irgendwo eine Brücke oder... Wie sieht das hier aus? Es scheint, als wäre das kein durchgängiger Fluss. Das ist sehr angenehm, aus dem einfachen Grund. Dann brauchen wir uns nicht darum zu kümmern, dass die... dass wir unsere ganzen Einheiten in irgendwelche Shuttles packen müssen. So. Stimmt, du hattest nur einfach keine Interceptoren, deshalb habe ich dich eigentlich noch gar nicht in die Dreh gepackt. Verdammt. Wo bringen die eigentlich? Das bringen die hin, ne? Ja. Okay, wie viel haben wir denn hier noch ungefähr? Ja. Okay, da ist nicht mehr viel drin, ich glaube nicht, aber... Es geht, also wir kommen noch auf ein paar Mineralien. Wir brennen. Euer Kraft ist überwältigend. Warte, ihr seid doch in einer Gruppe zugeteilt, oder täusche ich mich da jetzt? Was mich jetzt nur noch interessieren würde, hatte ich nicht zwei Detektoren? Egal. Ich bräuchte 250. Bekämpfen den Gegner. Danke. Ich hasse diese Viecher. Fokus bleibt. Erwarte Instruktionen. So, ihr bringt mir leider immer noch nicht genug Mineralien. Hier oben sind wieder neue, das ist schön. Aber das wird nicht reichen. So, euch drei sitzen wir da in die Ecke. Ich glaube, die müssen noch echt zweimal hin und her laufen. Euer Befehl. Also Phoenix. Ich habe Phoenix eingesperrt, okay. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Der soll. Ja, der könnte theoretisch darum gehen, aber wofür? Aber Dinge für die Templer brauche ich nicht. Die wichtigsten Sachen sind alle erforscht, das ist schön. Kommen wieder Mineralien, aber. Ich glaube auch immer noch nicht genug.
glaube, einmal müssen die noch. Brenner hier. Anweisungen. Ja, doch, einmal müssen die auf jeden Fall noch. Lowclass. So. Home. Ja gut, ich habe auch ein paar Interceptoren verloren. Lowclass. Ich schwör. Das ist nicht so gut. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Anweisungen. Diesmal ganz weit nach hinten. Hier bin ich gebraucht. It's a row. Raus, raus. Lock die. Initialisiere. Heute Nexus. Nein. Jetzt was war denn? So, du hast sogar nur einen Interceptor noch über. Halleluja. Oh, richtig gelitten. Oh, so richtig, richtig. Jim, du könntest mir trotzdem mal eben kurz. Das Viech wegsnipen, damit ich dann wieder verpissen. Sehr schön. Zum Glück reicht es dafür immer. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Long Distance Mining. Dauert immer so lange. Dann mal los, Commander. So, du regenerierst mal Energie. Ich wollte gerade sagen Munition, aber das macht wenig Sinn. Das geht jetzt mal ein bisschen weiter. Okay. Lowclass. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist mir bewusst. Irgendwann habe ich die, hoffentlich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Euer Befehl. So, du hast Anweisungen. Alter. Ich nur. Ach ne, die konnten auch nur 8 haben, genau. Nicht 10. Ups. Ich nur. Anweisungen. Euer Befehl. Ich vergaß. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass die 10 haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, du brauchst leider 6. Das ist einer mehr, als ich in eine Schleife packen kann, aber das ist nicht so dramatisch. Du nämlich auch schon mal anfangen auszubilden. Gut. Während das durchläuft, muss ich mal ganz kurz einen Cut machen. Wir sehen uns aber sofort wieder. So, machen wir weiter. Viel verpasst habt ihr nicht. Ich habe nur noch ein paar weitere Interceptoren ausgebildet, wie ihr seht. Dieses wunderschöne Schiffchen gehört jetzt auch zur Kontrollgruppe 3. Die Frage ist, ob ich noch mal... Ja, eigentlich würde ich es gerne machen zu 3 beziehungsweise reicht, wenn ich hier ein bisschen was ausbilde. Du baust mir einen Assimilator dahin, während der ausgebildet wird, der gebaut wird. So lange. Und ihr zumindest mal noch an die Mineralien gehen. Ich hätte gerne noch einen neuen Träger auf jeden Fall.
der Beobachterin vermisst habe. Siehst du hier sonst noch irgendwas? Nö. Hier ist Jimmy. Aber klar. Dann snipe den doch nochmal weg, Jimmy. Dann habe ich nämlich keine Kosten. Wenn keine Kosten und Mühen gescheut. Mindestens das Scouten. Die Typen bin verschanzt. Da hinten. Da sind sie. Sehr gut. So, während du darüber fliegst, kannst du schon mal Interceptoren ausbilden. Wir müssen mal bitte noch ein paar mehr Infos. Oder sonst noch irgendwo. Da haben die Verteidigung. Ich denke mal, ich werde die auch einfach wieder mit Jimmy wegsnipen. Einfach weil es das Einfachste ist. Allzeit bereit. Die Kraft ist überwältigend. Du gehörst übrigens auch zu 3. Das heißt, unsere 3 ist jetzt ein 2-Stack-Träger mit 8 Interceptoren. Das ist doch schön. So. Bevor du mir auf irgendwelche unangenehmen Überraschungen stößt. Hier ist Jimmy. Na klar. So. Darüber. Na gut, bis Jimmy wieder eine Kanone zerlegen kann. Das dauert. Dann kriege ich ausnahmsweise mal wieder Vespingas rein. Das ist schön. Eigentlich hätte ich ja echt gerne noch ein paar. Das Problem ist natürlich. Ja. Wir werden angegriffen. Ja, gut. Kaputt. Und jetzt. Bau du mir bitte mal noch einen Roboter-Dock. Tja, Fabrik, Entschuldigung. Du baust mir einfach mal. Zwei Räuber und Shuttle. Ich sollte mir vielleicht trotzdem noch ein Stack von den Scouts zulegen. Das mal 6. Wir werden angegriffen. Viel zu viel. 1200 Mineralien alleine. Also allein die 200. Passt irgendwie nicht so ganz. Hier dürfte aber kein Durchgang sein. Das heißt, die haben das mit dem Shuttle rübergebracht, ne? Achso. Ich bin nicht geschockt. Eure Krieger bekämpfen den Gegner.
genügend Energie. Fokus bleibt. Vernichten. Vorne, Krieger, wir kämpfen den Gegner. Die Kunden ziehen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ich mach einfach mal. Ach komm, was soll denn der Geist? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Viecher noch mal. Ich habe den Namen vergessen. Die gehen wir auf jeden Fall auf den Sack. So. Um das mal festzuhalten. Aber da unten ist der Aufgang. Ach du Kacke. Wer hat sich das denn ausgedacht? Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Euer Befehl. So. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Bekämpfen den Gegner. Exekutor, ich habe Tassadars Stasiszelle gefunden. Wir werden jetzt versuchen, ihn zu befreien. Ach, da. Er läuft. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Schöner sind wir da, ne? Kämpfen den Gegner. Go, go! Das Problem ist natürlich auch, die KI hat scheinbar
was heißt gelernt? Die KI hat scheinbar im Vergleich zu StarCraft 2 verlernt, gegen Träger zu kämpfen. Weil hier gehen die gerne mal auch einfach direkt auf die Träger statt auf die Interceptoren. Das ist nicht so cool. Das ist das Schiff gefallen. Dass ihr euren Helden retten würdet. Ihr werdet lernen, dass nichts sich dem Willen der Konklave entgegenstellen kann. Macht euren Frieden mit Adun. Haltet ein, Judikator. Die Diener von Tassada werden nicht fallen, solange die dunklen Templer leben. Ruft eure Wachen zurück und tretet beiseite. Vielleicht lebt ihr dann lang genug, um noch einmal den Mond aufsteigen zu sehen. Niemand, dem das Licht der Kala so sehr fehlt, wird jemals auf solche Weise mit mir sprechen. Ihr und eure elenden Brüder werdet zusammen mit diesen Verrätern sterben. Seid ihr wahrhaftig so verblendet von eurer überheblichen Religion, dass ihr den Fall vor euch nicht seht? Eure Konklave glaubt, diesen Krieg zu gewinnen. Doch alles, was sie wirklich erreicht, ist, dem Overmind bei seinem Sieg zu helfen. Was könntet ihr denn schon von unseren Plänen wissen, Ketzer? Ihr sprecht von Wissen, Judikator. Ihr sprecht von Erfahrung. Ich bin durch die Dunkelheit zwischen den entferntesten Sternen gereist. Ich habe die Geburt von Negativsonnen erlebt und war Zeuge der Entropie ganzer Realitäten. Meine Erfahrung sagt mir, Aldaris, dass alles, was ihr hier auf Ajur erbaut habt, nichts als ein flüchtiger Traum ist. Ein Traum, aus dem eure ach so teure Konklave erwachen wird, nur um sich in einem noch viel größeren Albtraum wiederzufinden. Wir werden sehen. Wir haben gewintet. Ja, 12 Träger. Protoss-Kommandoschiff Gantritor, schon wieder. Entaro Adun, Exekutor. Mein Dank, dass ihr meine Freilassung erreicht habt, kennt keine Grenzen. Bei allen Göttern, wir können immer noch gewinnen. Die Zeit ist gekommen, die Macht der dunklen Templer zu entfesseln. Zeratul, vielleicht sollten wir jetzt unseren Freunden von dem Feind erzählen, dem wir wirklich gegenüberstehen. Ihr habt recht. Als ich den Zerebraten auf Char tötete, berührte ich ganz kurz die Essenz des Overminds. In diesem Moment war mein Geist von seinen Gedanken erfüllt. Und ich sage euch, dass sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben. Die Zerg wurden tatsächlich von den alten Xel'Naga erschaffen, denselben Wesen, die uns in unserer Kindheit unterstützten. Doch dann wuchs der Overmind über ihre Grenzen hinaus und ist jetzt endlich zurückgekehrt, um die Experimente zu vollenden, die sie vor so langer Zeit begannen. Ihr seht daher, meine Freunde, dass es bei unserem Kampf nicht nur um die Rettung von Ajur, sondern um die Rettung der gesamten Schöpfung geht. Wenn wir von den Zerg überwältigt werden, wird der Overmind sich frei über alle Sonnen und Planeten ausbreiten und alle denkenden Wesen in sich assimilieren. Nur wir
können diesem Wahnsinn noch ein Ende machen. Ein für allemal. Unsere Streitkräfte werden den Kampf gegen die primären Schwarmcluster der Zerg aufnehmen. Wir hoffen dadurch, ihre Verteidigung zu schwächen. Sobald ihre Anzahl geringer geworden ist, können Zeratul und seine Begleiter die Cluster infiltrieren und die Zerebraten vernichten. So Adun will, wird der Tod der Zerebraten den Overmind lange genug ablenken, dass wir ihn direkt angreifen können. Das klingt doch spannend. Ich würde aber sagen, wir machen, auch wenn es ein bisschen kürzer heute ist, für diese Folge schon Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und morgen, beziehungsweise nicht morgen, sondern nachher um 15 Uhr, werden wir die ersten Zerg-Zerebraten selbst töten. Bis dahin, bis nachher. Ciao, Freunde.